Um 2021 wird für Schüler nicht teurer. Die Nacht hatte ihre Türen offen und eine Übung der Polizei war in Nürnberg. Am Samstag, den 19.10.2019, war die lange Nacht der Wissenschaft, die neunte in der Folge. Das ist eine Veranstaltung für Groß und Klein. Hier werden alle 2 Jahre die verschlossenen Türen für die Menschen geöffnet. Dahinter steckt die Wissenschaft, Technik und Chemie, natürlich die auch vieles mehr. Ich selbst war auch vor Ort. Er hat mir sehr gefallen. Auch in diesem Jahr waren interessante Themen dabei. Zu der Langen Nacht der Wissenschaft wird er am 13.11.2019 auf den Yannick Vlog TV Kanal das Video dazu geben. Denn in 2 Jahren gibt es schon die 10. Lange Nacht der Wissenschaft. Ich freue mich schon darauf. In der Nacht vom 15. auf den 16.10.2019 gab es am Nürnberger Hauptbahnhof eine Antiterrorübung. Auf der Übung wurde entnahmt die Polizei, Feuerwehr und andere Organisationen teil. Es wurde eine Großübung mit dem Hintergrund eines Terrorangriffes geübt. Der Hauptbahnhof war von allen Seiten gut abgeriegelt. Zitat von der Bundespolizei: Wir versuchen unsere Beamten zu schulen, die materielle Ausstattung vorzubereiten und die Täter effektiv zu bekämpfen. Attentäter und verletzte Personen wurden von jungen Polizeibeamten bespielt. Dabei handelt es sich um das zentrale Entscheidungsgremium, der in Verbund neben dem Freistaat vertreten 8 kreisfreien Städte und 16 Landkreise. Allerdings kann denen das Votum noch seine eigene 2 Wochen frisch Einspruch erhoben werden, sagte VGN-Sprecherin Barbara Luchs. Mit Beginn der Schuljahre 2021 wurde er für das gesamte VGN-Gebiet ein 365-Euro-Ticket für Schüler und Auszubildenden geben würden. Ich würde, ich glaube, eine super tolle Sache finden. Dann kommen wir zu den Veranstaltungen diese Woche. Falscher. Hier wollte ich dann hin. Sorry, einen Moment.
hier wollte ich hin. Die erste Veranstaltung Tipp ist die Konsumenta, die vom 26. Oktober bis zum 3. November in dem Messezentrum Nürnberg ist. Dazu Informationen bekommt ihr alles in der Informationsbeschreibung, in der Informationsbeschreibung. Und damit würde ich einfach sagen, es war eine schnelle nächste Woche und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Dann noch einen schönen Tag. Tschüss.